Merkel steckt in einem Dilemma, braucht Erdogan. Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei soll weiter funktionieren. Wie hier an der Ägäisküste vor wenigen Wochen kontrolliert die Türkei ihre Grenzen stärker, hindert Flüchtlinge an der Ausreise. Auch deshalb kommen weniger in Deutschland an. Für Erdogan bisher ein Hebel, um Druck auszuüben. Doch der türkische Präsident braucht auch Merkel, braucht gute wirtschaftliche Beziehungen, wo die türkische Wirtschaft so schwächelt. Und erwähnt heute vor allem das, worin man sich einig ist. Unsere Zusammenarbeit ist sehr wichtig, vor allem als NATO-Partner gemeinsam im Kampf gegen den Terror in der Region. Jede Form des Terrorismus, auch den Terrorismus der PKK, und sind hier einig, dass wir eng zusammenarbeiten wollen. Wir sind alle getroffen. Ein Treffen, bei dem am Ende beide Seiten trotz Kritik versuchen, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Sie brauchen einander und wollen zugleich das Gesicht wahren. Bei Ankara, die türkische Opposition war ja, wie gesagt, nicht sonderlich glücklich über den Zeitpunkt der Reise.